So, meine Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Bahnfinders. Und jo, wir machen jetzt hier den Beta-Krieg noch mit, den letzten. Wir haben 22.000. Ich denke, das sollten wir damit schaffen können, eigentlich. Prost. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir die Folge ohne Unterbrechung schaffen, weil ich schon wieder Dünnschiss habe und dementsprechend wahrscheinlich nochmal auf Klo muss. Tut mir leid. Man verzeihe mir. Für den Transport großer Gegenstände musst du zahlen. Wahrscheinlich, irgendwie sowas stand da. Kann man hier noch irgendwas kaputt machen? Nö, ne? Komm, starten wir einfach den Krieg. Ja. So, können wir anfangen. Da ist nicht so viel drin. Alter, hier ist ja überall was drin jetzt. Hier ist auch nicht so viel. Da ist auch nicht so viel. Aber das finde ich interessant. Das will ich haben. Macht euch vom Acker, ist meins. Wir wissen, was das ist. Hau da ab! Erstmal schöne Plakate, ne? Was ist das? Nein. Ja, das Geld dafür hole ich mir zwar nicht wieder rein, aber ja. Schade. 2,5 gezahlt, nicht mal rausgekriegt. Ja, komm. Hast du Kohle dabei? Ja, habe ich. Mehr als genug, Baby. Komm, erster, zweiter, dritter, meins. 3, 2, 1, meins. Kennst du nicht? So läuft das hier bei uns. Sehr schön. Ja, weg damit. Ja, weg damit. Also lass mir jetzt nicht, der hat hier einfach nur einen Sumpf drin gehabt, oder? Das war alles? Ein Krokodil. Er springt einfach nicht. Oh, weil ich geduckt bin. Lol. Kann ich das Krokodil auch rausbringen?
will doch nur das Ding da noch anklicken, schnell. Also. Oh, da war noch ein Buch. Da war noch ein Buch, habe ich nicht gesehen. Ist hier noch was, was ich nicht gesehen habe? Ein Kuriosum nach dem anderen wieder. Komm, gib mir das jetzt auch hier. Ich will alles haben. Ihr kriegt nichts. Ich bleib ein Gangster. Danke. Das war das erste Mal, ich was günstig bekommen habe. Wahrscheinlich nicht günstig, weil hier nur Schrott drin ist. Oh, oh, hier ist nicht nur Schrott drin. Aha, ihr Figos alle, ihr habt gedacht, hier ist nur Müll. Hey, wir haben doch noch eins, das geht. Verwirrend. Haben wir noch was? Komm, gib mir dann einfach. Alter, du bist echt schlecht. Heim mit Leben. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Oh. Ja, das ist erstmal hier nicht aufhören muss, ey. Das ist sauber. So, das Geld nicht wert gewesen, aber ist mal sauber. Von alleine. Da ist hier noch was? Jo. Kann ich das kaputt machen? What's up? Zurück in deinen Schweinestall mit dir. Ich geh nach Hause. Das nächste Mal zahlst du. Ich zahl ja jetzt auch. Ey. Und wieder eine Schatzruhe, in der nichts drin sein wird. Ja, wunderschön. Ist ja nichts Neues, dass in keiner Schatztruhe hier im Spiel irgendwas drin war. Auch so eine, weiß ich nicht, Mechanik. Wo ich mal überlegen sollte, ob das so richtig ist, dann überall einfach nichts reinzupacken. Tja, dann würde ich das nämlich auch einfach sparen.
Sinn hatte die jetzt nicht, also von daher, naja, egal. Ach, das Ende macht einen immer so depressiv bei so Spielen. Die bauen dann immer wirklich ab. Das Universum ist meins, ja. Deine Seele wird büßen. 1700, wofür? Da ist nur Müll drin. Da fliegt ein Staubsauger. Alter. Die Zähne, Alter. Oh, ein Haufen an Metall. Oh, ein Fernseher hinter, Alter. Wow. Aha. Ach, der fliegen da hier noch. Ja, okay. Da steht schon wieder einfach eine Uhr rum. Den hast du am Haken, ja? Dann ab nach Hause. Wir haben ein Objekt vergessen. Scheiße. Ach komm. Ich hoffe, dass wir jetzt alles noch haben. Sieht aber so aus. Aber wir kommen jetzt gar nicht mehr an die Tore ran, ne? Nee. Kommt ja. Doch, es kommt noch ein Escher zurück. Na, ordnen könnte, aus welcher Richtung dieses Geogel kommt. Aber es ist irgendwie immer gleich weg. Gleich weit. Komm, wir fahren. Also das Hühnerradar ist total sinnlos.
Ah. Aber jetzt können wir auch nichts mehr machen, ne? Noch. Geh fertig. Wenn du fertig bist, geh schlafen in dein Hausmeisterzimmer. Eine Kackrolle fehlt, glaube ich, noch. Lies dein PC-Computer-E-Mail. Ja, okay. Ich glaube, das war's Ende, meine Freunde. Die zwei haben wir noch nicht gefunden. Es sind noch einige Sachen, die wir noch nicht gefunden haben, ne? Hier sind noch einige, die wir nicht gefunden haben. Okay, wir können ja jetzt einfach mal gucken, weil wir haben ja jetzt alles. Es gibt ja nichts mehr Bahnmäßiges, wo wir nicht hin können. Ne, wir haben ja alles auf Null. Und wir können ja gleich einfach mal eine Reise machen, Freunde. Ich werde jetzt hier nicht verkaufen, sondern... Mehr kann man ja gar nicht upgraden. Das war's. Von außen kann man es nicht schöner machen. Von innen können wir uns jetzt noch eine andere Tapete aussuchen, wenn wir wollen. Finde ja was Dunkles eigentlich ganz schön. Wobei das auch echt schön aussieht noch. Hell sieht auch toll aus. Also es ist nicht die Frage des Geldes aktuell, es ist die Frage, was einem selber gefällt. Es gibt hier jetzt nichts besonders Neues, wo ich sage, okay, das haut mich jetzt so dermaßen vom Hocker, was ich jetzt machen würde. Wäre schön, wenn man das hier alles so upgraden könnte. Dann, ja. Haben wir irgendwas nicht fertig gebaut? Außer die Frösche. Die Frösche haben wir nicht fertig gebaut. Und die Kamera. Da fehlt noch der Stativ. Das Stativ. Und die Frösche fehlen halt noch. Da fehlt der eine Frosch. Lol. Oder fehlt der auch nicht? Okay. Ist ja gut. Komm nochmal zum Abschied hier so ein Hühnchen in die Luft werfen. Hey! Können wir mit so einem Huhn Basketball spielen gehen? Oh, aua. Mal ein bisschen weiter werfen. Yeah! Huhntreffer. Lol.
Gibt tatsächlich einen Punkt dafür. So, jetzt machen wir hier noch die Regale voll mit dem Scheiß. So. Und dann gehen wir zur roten Scheune. Ich glaube, da haben wir noch ganz viel nicht gemacht gehabt. Eieiei. Ja. Ich werde das jetzt nicht alles aufheben. Ich werde es kaputt klappen. Du willst mir nicht sagen, dass da eine Lampe mitten im Weg stand und ich habe sie nicht mitgenommen. Noch eine. Oder, ach nee, sind jetzt neue Gegenstände gespawnt oder was? Ach so. Oder war, habe ich die jetzt wirklich einfach vergessen? Ich habe sie vergessen tatsächlich. Wir hatten Teufel tun, jetzt hier alles mitzunehmen, Freunde, ehrlich. Definitiv nichts mehr. Na, irgendwas scheint hier noch zu fehlen. Das wäre da drunter eine Höhle, Alter. Aha. Eins fehlt noch, der Ball. Da, der Helm. Ja. Okay. Alles klein gehackt hier. Okay. Sammelobjekte 5 von 6. Hier ist doch nichts mehr, Alter. Egal wo ich hingehe, da steht kalt. Aber es ist irgendwie ein Anzeigebug.
Hier ist nichts mehr, Alter. Das, ich glaube, es ist verbuggt. Sammelobjekte. Der sagt ja auch, wir haben alles gesammelt. Also von daher, was sollen wir groß noch sammeln können? Das ist doch Quatsch. Barnab geht jetzt nicht, man muss jetzt tatsächlich schlafen. Yes. Also wir können ja jetzt einfach nochmal, damit die Folge jetzt auch ein schönes Ende hat, einfach nochmal zu den Orten reisen, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich da alles hatte. Und die letzte Klopapierrolle wäre auch noch nice. Weißt du, ich die eine Klopapierrolle bei der Auktion hier nicht bekommen habe, bei der hier. Aber weil? Vom tiefsten unseres Herzens, vielen Dank fürs Spielen. Duality. Duality Team. Piotr. Tomek. Adam Drazaga. Christoph Piak. Piotr Stravrioski. Prost auf euch, Jungs. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Voice-overs. Was für Voice? Herrlich. Sehr gut. So viele haben da mitgemacht. Oder sind das YouTuber? Ich glaube, es sind YouTuber. Warum stehe ich da nicht bei? Ach. Viele. Paul, Paul, Paul.
Sachwerner. Und ein japanischer Name oder so, also chinesisch, asiatisch, whatever, war auch dabei. StuckMusicSite.com. As Working Man by Kevin Rareborn. Music provided by musikbrause.de. Madness is everywhere. Das sind die ganzen Lieder, die es hier im Spiel gehabt, mein Gott, oder? Wie viel? Und das 3D-Model has been created with photographs from textures.com. These photographs may not be redistributed by default. Please visit it. Mhm. Seit 2020 gibt es das Spiel schon. Ich dachte, es wäre relativ neu. Also, ich weiß, es ist schon sehr weit entwickelt, scheinbar. SpeedTree UE 4, Unreal Engine 4. Na? Kommt noch was? Scheinbar nicht. Hallo. Vielleicht warten wir nur das Lied ab, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir skippen. Wir sind schon wieder im Spiel. Herrlich, ey. Wir laden nochmal den Spielstand, ich hab keine Ahnung. Herrlich. Vielen Dank fürs tolle Spiel, Freunde. Jo. Und wir waren jetzt auf Hawaii. Die Comics, wir haben alle Comics außer einen gefunden. Hängen die zusammen? Ich glaube, ja, hängen sie. Das einer von den Kindern von den Entwicklern gemacht? Ja, zwei haben gefehlt, okay. Hawaii, waren wir. Ich möchte da noch mal hin. Das ist doch jetzt das Lager, wo die ganzen Auktionen immer stattfinden. Sind jetzt alle Tore offen, die mir gehören? Das wäre natürlich interessant. Aber ich glaube nicht. Nee. Nee, ist nur das eine. Oh. Aber ich habe hier auch noch irgendwas liegen gelassen. Oder haben die wirklich hier... Ja, die haben hier Sachen eingefügt. Tatsächlich, ist ja irre. Okay. Ja, okay. Also kann man nochmal Materialien sammeln und so weiter. Alles klar. Ja, okay. Die spawnen dann einfach irgendwo random... Du kannst hier einfach einsammeln gehen. Okay. Naja, okay.
Was sollen wir jetzt groß noch rumpimmeln hier in dem Spiel? Nehmen wir uns das nächste Ding vor. Vielen Dank fürs Zusehen, mein Freund. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir gucken uns jetzt hier den Sonnenuntergang an. Vielen, 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 vielen lieben Dank für 17 lustige, vielleicht auch ein bisschen anstrengende Folgen Bahnfinders. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich vermute, wir werden... Ich weiß gar nicht. Ich habe, ich glaube, als nächstes... Satellite Rain im Programm. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, schönen Abend. Und freue mich, wie gesagt, dass du dabei warst. Lass ein Däumchen da, supporte das Ganze, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank nochmal. Ciao.